Yo Leute, hier ist wieder mal euer Sanchez Free back in the Schwitzness. Heute mit einer neuen Creepypasta, diesmal ein bisschen länger und ein bisschen spannender, weil die Geschichte ist angeblich wahr, ich zweifle aber ein bisschen daran, mehr dann zum Schluss. Vorab möchte ich mich mal sicher bei allen bedanken, die da auch immer fleißig mitkommentieren und fleißig mitliken und so weiter. Creepy Stories wird es immer wieder zwischendurch geben, es wird sich aber auf diesem Kanal, denke ich mal, in der nächsten Zeit ein bisschen was verändern. Ich habe da vieles vor, sei es mit Amazing Thai, sei es mit anderen Leuten und so weiter. Und es wird vielleicht auch noch auf meinem Zweit-Channel, was eigentlich mein privater Channel ist, ein paar Vlogs geben und so weiter. Wenn ich dann in Deutschland bin zum Beispiel, werdet ihr da sicher was zu sehen bekommen. Es werden auch Motorrad-Videos kommen, wo ich da einfach ein bisschen rumcruise und so weiter. Ich werde euch den Channel natürlich unten in der Infobox verlinken und seid gespannt, was es in der nächsten Zeit so Neues geben wird. Und jetzt zu der Creepy Story. Vielleicht noch vorab, für die Leute, die jetzt das Video schauen, nachdem ich es geuploadet habe, das wird circa wahrscheinlich 2:30 Uhr morgens sein. Ich würde empfehlen, dass ihr das Video jetzt nicht schaut, weil ihr mit Sicherheit nachher nicht mehr schlafen geht, oder? Ich sag's mal so, nichts ins Badezimmer gehen solltet, ne? Und jetzt viel Spaß! Begegnung mit Bloody Mary. Ich kann mich noch genau erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich wache immer noch nachts auf, verschwitzt und mit Angst erfüllt, weil ich wieder von ihr geträumt habe. Ich war damals jünger gewesen, circa 13 Jahre alt. Ich hatte bei meiner großen Cousine, die 16 war, übernachtet. Es war schon nach Mitternacht und wir waren alleine. Eigentlich waren wir nicht so ängstlich, denn wir konnten Horrorfilme und weiteres gucken und haben sogar darüber gelacht. Doch an diesem Abend kam mir ein Gedanke und ich wünschte, er wäre nicht gekommen. Ich hatte mal gehört, dass man ein Geistermädchen beschwören konnte. Sie hieß Bloody Mary und sei wohl im 18. Jahrhundert von ihrem Mann in einer Toilette ertränkt worden. Man erzählt sich nun, dass wenn man gegen Mitternacht mit 3 Kerzen in ein Bad geht, die vor einen Spiegel stellt, anzündet und das Licht ausmacht, sich gegenüber dem Spiegel stellt, tief hineinschaut und 3-mal laut Bloody Mary ruft, sie kommen würde. Ich erzählte dies meiner Cousine. Diese fing an zu lachen. Sie glaubte kein bisschen daran, doch ich wollte es trotzdem versuchen, da wir eh nichts Besseres zu tun hatten und uns langweilig war. Wir nahmen 3 Kerzen, gingen ins Badezimmer und schlossen uns ein. Wir beide bekamen ein mulmiges Gefühl und wurden total leise. Danach stellten wir die Kerzen vor den Spiegel, zündeten sie an und schalteten das Licht aus. Ich sah langsam die Angst in ihren Augen, obwohl sie versucht hatte, sie nicht zu zeigen und vor mir auf taff zu machen. Ich hatte natürlich auch Angst, doch ich zeigte es auch nicht. Wir schauten in den Spiegel und riefen zusammen Bloody Mary. Dann blickten wir, gedankenversunken, gekonnte 10 Minuten in den Spiegel, ohne ein Wort zu sprechen und ohne dass irgendetwas geschah. Sie flüsterte mir zu, wann wir denn endlich aufhören könnten, doch ich wollte nochmals 5 Minuten warten. Als ich wieder in den Spiegel schaute, sah ich eine Frau mit weißem Gewand hinter mir. Ich schrie: Da ist jemand! Da ist jemand hinter mir! Guck doch! Diese Frau! Meine Cousine sah mich verdutzt an und sagte, da nichts wäre. Doch ich sah sie immer noch. Sie tat nichts. Sie stand einfach hinter mir und schaute mich an. Daraufhin hörten wir beide ein Flüstern. Ihr hättet das nicht tun dürfen. Sowas macht mich sauer. Wieso stört ihr mich bei meiner Ruhe? Ihr müsst bestraft werden. Wir hörten beide das Türschloss klicken und rannten hin, um es zu öffnen, doch es ging nicht. Das Flüstern verwandelte sich in ein Lachen und wurde immer lauter. Wir beide fingen an zu schreien und zu weinen. Plötzlich sahen wir eine Leiche im Bad und das Badezimmer wurde von Blut überfüllt. Ich spürte einen stechenden Schmerz im Brustbereich und wurde daraufhin bewusstlos. Als ich wieder aufwachte, sah ich, dass meine Cousine auch bewusstlos gewesen sein musste. Wir beiden standen auf und versuchten, die Tür zu öffnen. Sie ging Gott sei Dank auf und wir liefen ins Wohnzimmer, in dem meine Tante Fernsehen guckte. Wir fragten sie, seit wann sie schon da sei und sie antwortete, da sie um 0.30 Uhr zurückgekommen wäre. Meine Cousine erinnerte sich, dass wir um 0.20 Uhr angefangen hatten und dass wir also um 0.35 Uhr geschrien haben müssen und wir fragten meine Tante, ob sie was gehört hatte. Sie sagte aber nein und wir gingen alle ins Bett. Wenn ich heute noch in den Spiegel sehe, sehe ich die riesige Narbe, die an meiner Brust klebt und ich weiß, dass es eine Strafe von Bloody Mary war.
Jetzt mal ernst. Meine Meinung, ich denke mal, die Geschichte ist nicht wahr. Rein realistisch gesehen jetzt. Was ist eure Meinung? Sagt mir in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da für die Neuen, die noch nicht abonniert haben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Es unterstützt mich auf jeden Fall in meiner YouTube-Karriere, sag ich mal. Und ihr werdet das auf jeden Fall zurückkriegen. Ich bedanke mich und wünsche euch viel Spaß noch. Bitches!